Wir sind in Österreich, in Tirol, in einem kleinen Ort mitten in den Alpen. Dieser Ort heißt Leermoos. Hier gibt es eine Kirche und viele hohe Berge. Und hier findet jedes Jahr was Besonderes statt. Das macht unter anderem er, Sascha Fasser. Er gehört zu den Bergfeuerern. Das ist eine Tradition in den Tiroler Alpen. Die gibt es seit Hunderten von Jahren. Einmal im Jahr, zur Sommersonnenwende, also der kürzesten Nacht des Jahres, zünden die Bergfeuerer Feuerlichter an den Hängen der Berge an. Mit Licht malen sie riesengroße Bilder, die man im ganzen Tal sehen kann. Wie so ein großes Bild aus Licht an den Berg kommt, das zeigen wir euch heute. Sascha bereitet mit seiner Gruppe jedes Jahr ein Motiv vor. Und dafür baut er auf seiner Terrasse eine Kamera auf. Da kommt noch ein Kabel rein. Und dann richtet er die Kamera aus. Und zwar filmt er diese Wiese hier oben, am Grubigsteinberg. Da hat er sie gefunden. Noch ein bisschen näher ran. Das da wird die Feuerstelle. Sascha macht das Ganze natürlich nicht allein, sondern zusammen mit den anderen Mitgliedern der Bergfeuerergruppe. Die sind hier beim Aufstieg zur Wiese. Dahin kommt man nämlich nur zu Fuß. Sascha hat die Kamera mit seinem Computer verbunden. Und jetzt kann er das Motiv auf die Wiese schieben. Und das sind die Maus und der Elefant. Das ist eine ganz besondere Ehre. Sascha schiebt das Motiv noch ein bisschen zur Seite. Ja, sieht gut aus. Dieses Bild soll in der Bergfeuernacht erleuchten. Und der Rest der Gruppe ist jetzt fast oben angekommen. Geschafft! Erstmal alles abladen. Und dann wird umgepackt. Diese Holzleisten werden Stipfel genannt. Und die Stipfel werden jetzt auf drei Rucksäcke aufgeteilt. Die Zettel kriegt jeder rund. Dann bekommt jeder einen Plan mit der Maus und dem Elefanten drauf. Also der Bernhard und der Alex gingen mit mir zum Ohrwaschel zum 246er Punkt. Die anderen drei fangen an bei der Maus, bei der Nase, beim Mund und teilen sich dann links und rechts jeweils auf. Mit den Holzstipfeln sollen die groben Umrisse von Maus und Elefant auf der Wiese abgesteckt werden. Und um genau zu wissen, wohin die Stipfel sollen, hat sich Sascha ein besonderes System ausgedacht. Die Kollegen ziehen los mit Plan und Handy. Und Sascha ist aus dem Tal per Telefon mit ihnen verbunden. Michael. Servus Sascha, wir sind am Platz 3 und wir könnten starten. Siehst du mich schon? Jawohl, das heißt genau, passt. Jetzt brauchen wir ein Bild. Warte schnell einmal, ich sehe dich, ja. Und da stehen wir jetzt. Und jetzt machen wir da die ganzen Punkte. Übertragen wir jetzt live in den Hang rein. Und am Ende soll es dann so ausschauen. Maus und Elefant sind in 185 Punkte aufgeteilt. Verbunden ergeben diese Punkte die Umrisse. Das ist ein bisschen wie bei Bildern in Rätselheften. Los geht die Suche, immer zu zweit. Einer hat das Handy und den Plan, um den richtigen Punkt zu finden, und der andere die Stipfel und einen Stift. Und Sascha hilft ihnen vom Tal aus. Bis links bleiben, links bleiben. Genau, da seid ihr in der Nähe. Da müsste man noch ein bisschen nach oben laufen. Ein bisschen zu dir noch, nachher passt der Punkt. Das wäre der Punkt 35. Ihr seid punktgenau, da bitte einen Stipfel setzen. Okay, 35, Martin. Jeder Stipfel bekommt die Nummer, die auf dem Plan steht. Gut, das ist super. Okay, dann haben wir den erledigt. Und Sascha hakt die Punkte ab. Gut, auf geht's. Als nächstes machen wir den Punkt beim Elefanten. Das wäre der 239, du stehst da recht gut schon. So Bernhard, da kommt jetzt der Rüssel vom Elefant her und der schließt jetzt da zum Mund an. Wir befinden uns jetzt genau da,
Jetzt haben wir da den Punkt 239. Jawohl, 239. Um Maus und Elefant zu unterscheiden, gehen die Nummern beim Elefanten bei 200 los. Und jetzt wird Stipfel 239 in den Boden geschlagen. Genau. Und abgehakt. Und so geht das jetzt mit jedem einzelnen der 185 Messpunkte weiter. Aber warum sehen Maus und Elefant auf dem Plan eigentlich so komisch langgezogen aus? Das hat was mit der Wiese zu tun. Die ist nämlich nicht gerade, sondern schräg am Hang. So wäre die Wiese gerade und Bergfeuerer Martin ganz schön schräg. In echt liegt die Wiese aber so steil am Berg. Und außerdem ist die Wiese ganz weit oben am Berg. Die Wiese liegt auf 1400 Metern Höhe. Und damit man das Bild vom Tal aus gut erkennen kann, hat Sascha ausgerechnet, dass er Maus und Elefant strecken muss. Und zwar ungefähr um das 2,5-fache. Deshalb sind die so langgezogen. Und später dann, von unten betrachtet und mit der richtigen Neigung, sehen Maus und Elefant dann hoffentlich wieder genau richtig aus. Wenn Saschas Plan wirklich aufgeht. Das Bild ist das größte, das hier im Tal je gelegt wurde. Fast 200 Meter lang und 70 Meter breit soll es werden. Das ist größer als ein ganzes Fußballfeld. Für so ein großes Bergfeuermotiv braucht man natürlich viele Lichter. Und die machen Sascha und Tobi jetzt hier mit. Das ist Wachs, alles Reste von Kerzen. Das ganze Dorf hat für die Bergfeuerer gesammelt. Sogar die Kirche hat ihre Kerzenreste gespendet. In zwei großen Töpfen wird alles eingeschmolzen. Da muss man gut umrühren. Diese Blechdosen werden die Lichter. Für die Maus und den Elefanten braucht man 1025 Stück davon. Fackeln werden zersägt. Das werden die Dochte. In jede Dose kommt dann ein Docht. Die Lichter brennen ungefähr 3 Stunden und werden nach dem Feuer wieder eingesammelt und dann im nächsten Jahr wiederverwendet. Das flüssige Wachs wird abgefüllt und in die Dosen gegossen. An manchen Stellen, wo es sehr steil ist, nehmen die Bergfeuerer solche Schalen aus Palmblättern. Die können einfach liegen gelassen werden. Die sind nämlich aus natürlichem Material und verrotten dann einfach. So, Tobi und Sascha testen mal. Ja, das Wachs ist hart geworden. Jetzt verpacken die beiden die Lichter in solche Kisten. Jede der Kisten muss auf dem Rücken den Berg hochgetragen werden. Und morgen ist es dann soweit. Das Wetter sieht gut aus. Ob man die Maus und den Elefanten aus Licht wirklich erkennen wird, das seht ihr gleich. Wir sind wieder in Tirol in Österreich. Heute ist der große Bergfeuertag. Lermoos liegt noch etwas im Nebel, aber auf unserer Wiese oben, da scheint schon die Sonne. Sascha und seine Gruppe sind bei den letzten Vorbereitungen. Die Lichter, die Maus und Elefant heute Abend zum Leuchten bringen werden, die müssen noch aufgestellt werden. Dafür wird diese blaue Schnur um die Stipfel gespannt, sodass die Umrisse der beiden Figuren entstehen. Die Schnur wird am Stipfel festgemacht und dann mit dem nächsten Stipfel verbunden. Das wird das Ohr vom Elefanten. Ist gar nicht so einfach. Da ist Eck dran jetzt. Ja, mit der Schnur da oben. Die hat zuerst gut gepasst, vom einen Stipfel zu dir rauhe. Entlang der Schnur werden dann die Lichter ausgelegt. Mit der Hacke wird der Boden ein bisschen gerade gemacht. So Gras zurechtbiegen, damit da nichts anbrennt. Und jetzt kommt das selbstgegossene Licht dahin. Sascha kontrolliert alles auf seinem Plan. Alle 2 Meter
kommt ein Licht auf den Boden. Mit der Hacke kann man das gut abmessen. Immer zwei Längen. 1025 Lichter insgesamt. Die brennen dann später ungefähr 3 Stunden lang. So, alle Lichter sind gesetzt. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man die Umrisse von Maus und Elefant auch jetzt ein bisschen schon erahnen. Nur vom Tal aus, da sieht man noch nichts. Das soll auch so sein, denn welche Bilder beim Bergfeuer erleuchten werden, ist jedes Jahr anders und immer streng geheim. Und da kommen auch schon die ersten Leute, die zusehen wollen. Die suchen sich ein schönes Plätzchen. Das Bergfeuer ist hier eine große Sache. Viele Menschen kommen dafür extra ins Tal. Manche verbinden es zum Beispiel mit einem Picknick. Oder sie campen. Und alle sind gespannt, was es dieses Jahr zu sehen gibt. Und da brennt schon was. Ist das ein Bergfeuer? Nein, das ist ein Neckfeuer. Die gibt es jetzt überall im Tal. Die sollen die Zuschauer im Tal ein bisschen necken, sodass sie denken, oh, jetzt geht's los. Aber es geht noch gar nicht wirklich los. Auch Sascha und seine Gruppe haben ein Neckfeuer entzündet. Aber obwohl das ordentlich qualmt, kann man es von unten kaum erkennen. Der ganze Hang hängt in einem nebligen Abenddunst. Ob man Maus und Elefant so überhaupt sehen wird? Jetzt heißt es Daumen drücken und warten auf die Dunkelheit. Und dann geht endlich die Sonne unter. Im Tal sind inzwischen ganz viele Leute. Alle schauen gespannt in die Berge. Wann geht's denn los? Da sind die ersten Lichter. Und hier. Noch erkennt man nicht so richtig was. Alle rätseln. Und sie raten mit, was das wohl sein könnte. Ganz oben. Da wird ein Kreuz sichtbar. Ganz oben. Und da noch eins. Überall auf den Bergen erscheinen immer mehr Lichter. Ja, und auch auf unserer Wiese tut sich was. Mit Fackeln werden die Lichter jetzt nacheinander angezündet. Alle 1025 Stück. Da kommt ein Spritzer Anzündflüssigkeit dazu, damit das Bild möglichst schnell und gleichmäßig erscheint. Ja, und im Tal beginnt jetzt das große Ratespiel. Aber das hier weiß ich nicht. Was kann das sein? Mama meint, es sind zwei Gesichter. Sieht aus wie ein Clown, weil oben diese Hut oder so. Ein Clown? Ein Clown? Das sind immer wie zwei Ohren. So. Die Sendung von der Maus. Ja, das sind die Ohren. Ich hab ja, guck mal, das sind die Maus. Musterhase, ja. Ja, das wird die Maus und der kleine Elefant. Die kleine blaue Elefant. Stimmt. Ja, genau. Die Maus sehe ich ganz gut. Die Elefant auch. Die Maus sehe ich zuerst und daneben steht ein Elefant. Maus und Elefant aus Licht, das ist wirklich ein tolles Bild. Das ganze Tal erstrahlt im Licht der Bergfeuer. Da ist eine Mitra, das ist eine Bischofsmütze, das ist ein Enzian, eine Eule. Die Bergfeuer sind ein Symbol für das Licht und die Sonne. Früher glaubten die Menschen, dass die Feuer böse Geister vertreiben würden. Danke an alle, die mitgemacht haben und die dafür sorgen, dass diese Tradition weitergeführt wird. Vor allem natürlich ein großes Dankeschön an die Bergfeuergruppe Lermoos für dieses wunderschöne Bild.